Dr. Michael Leffend, Chef des Instituts für kreative Nachhaltigkeit, sagt, Berlin hat Potenzial. Ich bin Wahlberliner, komme aus Seattle, aus den Staaten. Ich habe mich aber für Berlin entschieden. Warum? Ja, Berlin ist eine Stadt der Freiräume oder der Möglichkeitsräume. Interessanterweise mit diesem dunkleren Geschichte, gerade hier in Berlin, sehen wir ganz große Hoffnungen. Berlin, Hauptstadt der Möglichkeiten. Wir reden heutzutage von Krisen. Also es brennt sozusagen in der Welt. Und wir, also das Volk, Berliner sowie Touristen, erwarten eigentlich mehr. Also Deutschland will weltführend sein in Sachen Nachhaltigkeit und Umwelttechnologien. Und wir erwarten von den Männern und Frauen, dass sie ein bisschen mehr führen, ein bisschen mehr Nachhaltigkeit zeigen, auch an den eigenen Häusern. Immerhin sind bei den Regierungsgebäuden erste Umwelttechnologien gut umgesetzt worden. Wir freuen uns, wenn die Sonne scheint. Die kommt vielleicht jetzt raus und das ist gut so. Weil wir sehen hier oben drauf, auf dem Dach, 5000 Quadratmeter an Solarzellen. Das ist die weltweit größte Anlage, also von gebäudeintegrierten Solaranlagen. Super Technologien, aber die sind nicht sichtbar gemacht. Und um voranzukommen, müssen wir das kommunizieren. Was ist oben auf dem Dach? Was ist hier im Keller? Was ist hier nachhaltig am Haus? Die Berufung des Herrn Dr. Leffend, Nachhaltigkeit in Berlin zu einem führenden Thema machen. Hier ein sichtbarer Bürgererfolg. Das Brandenburger Tor ist Fußgängerzone. Wir haben hier ein Wahrzeichen, bekannt eigentlich für die letzten 200 Jahre, ja, für Markt und für Krieg. Und wir denken heute an Ökologie und Nachhaltigkeit. Das wäre schön, könnten wir hier ein ganz neues Wahrzeichen für Berlin entstehen lassen. Der Mann hat Visionen. Hoch zu Stahlross geht es CO2-neutral auf den Prachtboulevard unter den Linden. Wow! Selbst als Nicht-Autofahrer kommt man hier ins Staunen. Aber ist es nachhaltig? Ich weiß es nicht. Wo sind dann die Elektroautos? Wo sind denn die kleinen Autos? Ja, ich bin nicht so überzeugt. Wenn es unbedingt sein muss, dann ist Carsharing die super Idee. Ein Auto nicht nur mit ein oder zwei oder drei Personen teilen, sondern mit 15 oder 20. Gerade hier im Bezirk Pankow in Berlin ist es vorbildlich organisiert. Wir sparen Geld, die Umwelt freut sich. Super Idee. Und was ist mit zukünftigen Projekten wie dem historischen Stadtschloss? Wird man so zukunftstauglich? Wir fragen uns, wollen wir hier wirklich ein Schloss wiederherstellen? Wollen wir hier eine alte Monarchie verherrlichen? Wollen wir die alten Fassaden? Ich weiß es nicht. Wir haben 600, 700, 800, 900 Millionen Euro auszugeben. Also wir, das sage ich als Bürger in der, im Deutschland. Ne? Aber was ist dann wirklich an dem Haus, an dem Schloss, nachhaltig oder ökologisch? Wo sind denn die Umwelttechnologien? Ist da eine Solaranlage irgendwo zu sehen? Bin nicht überzeugt. Vergangenheit ja, aber bitte auch mit Zukunft. Neubauten müssen für das Allgemeinwohl entwickelt werden. Umweltsünden der Vergangenheit angehören. Der Potsdamer Platz war mal ein Zukunftsprojekt. Gar nicht lange her, doch heute könnte man hier bereits wieder neu ansetzen. Die große Idee war, ja, die Stadt der Zukunft hier bauen zu lassen. Oder auch ein Downtown für Berlin. Außerdem war die Idee, nachhaltig zu bauen. Aber leider ist es ein bisschen zu schnell gebaut. Die Umwelttechnologien sind etwas klein gehalten. Es gibt ja Gründäschen, es gibt ja Kraft-Wärme-Kopplungsmotoren in den Kellerräumen, es gibt eine Regenwasseranlage. Aber das ist alles zu wenig. Hochhäuser könnten der Wirtschaft dienen und gleichzeitig grüne Oasen sein. Die Welt braucht neue Konzepte. Nicht nur Berlin ist gefordert. So ist es in Berlin, im Kleinen wie in der Welt, im Großen. Wir haben die sozialen Probleme, die ökologischen Probleme, auch die ökonomischen und wir haben auch die kulturellen. Aber Berlin hat auch Stärken. Also Berlin ist eine kreative Stadt, eine Stadt der Kultur. Und da sehen wir die Hoffnungen. Berlin, Hauptstadt der Möglichkeiten.